Hallihallöchen, meine Freunde des gepflegten Zockens. Der Tobi ist wieder hier für euch. Ja, es ist wieder mal Zeit für eine Session-freie Duelle. Aber ich würde sagen, wir haben 10.000 als kleines Schmankerl zum Einstieg. Kaufen wir uns mal wieder ein paar Karten, würde ich sagen. Das ist ja irgendwie auch das Interessanteste immer. Also finde ich, für mich zumindest. Was holen wir uns denn heute mal? Ich würde sagen, das Extra-Pack, da waren noch die lustigen Karten auch für unser Hexer-Deck drin, ne? Davon ein paar mehr wäre vielleicht nicht schlecht. Gucken wir mal, was haben wir denn? Königlicher Sumpfaal. Ja, klar. Was haben wir noch? Was ist das denn? Gladiatorengeheuer, das ich irgendwie noch nie gesehen habe. Naja, und der Welt der Gewittermagerin ist natürlich supi. Noch eine zweite davon, haben wir ja gesehen. Oh, sogar noch eine dritte. Okay, jetzt sind es beide dann ein bisschen viel. Izanami ist natürlich nicht so das, was wir brauchen. Was ist das eigentlich für ein Ding? Irgendein Dinosaurier. Shit. Seltsame Sideboard, Lichtverpflichtete, sind natürlich auch immer wichtig. Was Interessantes? Nee. Naja, gut. Also können wir im Hack. Ich wollte aber heute sowieso das Zombie-Deck spielen, ne? Oh, da haben wir jetzt die Packliste des Packs. Gucken wir uns die Kartenliste des Packs. Gucken wir uns die mal schnell noch an. Extra Pack 2. Viel würde da nicht drin sein. Cyberhai. Nicht verpflichteter Mönch ist natürlich was man schon braucht für ein nicht verpflichtetes Deck. Herold, Züchter der Ordnung. Angriff der Lichtbrigade natürlich auch wichtig. Also es gibt schon einigen Krempel, den man schon will für ein nicht verpflichtetes Deck und auch für unser Dingensdeck könnte man noch ein paar von denen gebrauchen und noch welche davon. Aber haben wir kein Glück gehabt. Ich will jetzt auch nicht die ganze Folge nur ewig Karten kaufen. Aber ein bisschen Geld muss man auch schon mal in die Hand nehmen. So, ich mache die immer noch schnell rein. Nee, nicht speichern. Noch nicht zumindest. So, nee. Das ist falsch. Hier müssen wir natürlich suchen. Nee. Och Gott, ich bin. Machen wir mal. Na komm, wir haben so viel Platz, machen wir mal drei rein. So. Und jetzt können wir es speichern. Über Zauberfritzen drüber. Aber ich will ja, wie gesagt, ich will ja heute eigentlich das Zombie-Deck spielen. Ne? Wir haben jetzt die letzten Folgen immer nur Hexer gespielt. Können wir mal wieder ein bisschen mit den Zombies um die Ecke kommen. Ich finde mich gerade überhaupt nicht rein. Ich bin ein bisschen durcheinander. Wie? Zombie FTW. Zack. So. Damit kann es jetzt losgehen. Gegen wen spielen wir denn eigentlich? Wir hatten ja die 600er alle fertig, ne? Da kommen doch jetzt die 700er logischerweise, ne? Ja. Untergrundspinnentier. Ibotarop. Ich fange einfach hier. Freier, lasterhafter Drache, durchsichtige Welt. Das sind diese White Knight Karten, ne? Ich habe keinen Plan, was das Zeug macht. Aber ich würde sagen, wir lassen uns einfach überraschen. Wir können natürlich ein bisschen nachgucken, Nachforschung betreiben. Oder, ne? Euch brühwarm erzählen, was das Deck denn macht für mich. Von dem Drachen im Kristall. Keine Ahnung. Ja, wir haben natürlich den klassischen Zombie-Start, ne? Pyramidenschildkröte im Verteidigungsmodus plus Backrow. Wir bräuchten wirklich mal den anderen Kasi. Okay. Ja, nur 800 Schaden. Supi. Good job. Wir bräuchten wirklich mal den
Die restliche Consistency Engine für Zombies, ne? Also Goblin Zombies, Mizukis. Das Problem ist, ich habe mal nachgeguckt. Die Packs, wo die drin sind, sind. Okay, das spielt einfach nur ein Burn-Deck, oder was? Was ist denn das für ein Bullshit? Naja. Wenn er denkt, dass er damit weiterkommt, soll er ruhig. Aber was hat denn jetzt Burn-Deck mit dem Monster zu tun? Keine Ahnung. Es ist halt, ne, jetzt müssen wir halt gucken, dass wir schneller sind beim Beatdown, als er mit den Burn-Karten. Weil er eine verfügt den einfach ist. Okay. Unglück. Doch wieder der klassische Turm von Marvel. Muss man aufpassen, ne? Wer die vierte Zauberkarte aktiviert, kriegt Schaden. Bei wem hat man die denn schon mal? Hat denn nicht Jean, der Pro? Ich glaube, ich hole lieber mal den Royal Cocky dazu, einfach für, damit wir kräftiger reinhauen können. So, ich bin gespannt, was da. Deslakoda. Ja, ne? Also ich meine, irgendwie muss man ja seine Hand mit neuen Burn-Karten auffüllen. Da spielt man auch schon mal einen Deslakoda. So. Aber irgendwie hat das doch bisher überhaupt nichts mit seinen Sachen zu tun. Ah, großartig. Die dämliche Maske. Zwei. Dunkelschlangen-Syndrom. Okay, es hat wirklich nur Burn-Karten. Und jetzt sind wir quasi auch noch davon gelockt, eine Zauberkarte zu spielen. Wenn wir nicht 3000 Schaden kassieren wollen. Wir müssen uns langsam was einfallen lassen. So ein schwerer Sturm wäre zum Beispiel auch nicht schlecht. Oder einfach nur... Eigentlich reicht schon ein MST oder ein Staubtornado einfach, um die Maske zu zerstören. Und dann sollten wir ihn eigentlich outracen können. Ach, er kriegt auch Schaden von dem Dunkelschlangen-Ding. Also ich meine, auf jeden Fall hat er mehr sinnige Burn-Karten als so manch anderes Deck, was irgendwie Burn drin hat. Obwohl, ne, Ukasi, ich nehme alles zurück. Ukasi 800, Burn einmalig, das ist einfach, das reicht vorne und hinten nicht. So, jetzt geht's nämlich los. Jetzt sind wir nämlich auf dem Beatdown. So, 3000 pro Runde, da sieht's nicht gut aus für ihn. Für den Drachen. Wie heißt das Viech nochmal? Freier, lasterhafter Drache. Das ist bestimmt wieder so eine, das hatte ich doch in einer der letzten Folgen mal beredet. Eine von so freie Übersetzung, also... Ich glaube nicht, dass das Viech so heißt. Ich glaube, ich muss ja wirklich mal nach dem Duell gucken, was die Karte eigentlich macht. Im Moment ist das halt ziemlich eindeutig irgendwie ein Burn-Stall-Deck. Mit ein paar Stunt-Karten drin, aber jetzt auch nicht gerade den... Okay, das war jetzt dumm von ihm, ne? Da hat er nicht aufgepasst. Jetzt kassiert er doch 3000 Schaden. Das bedeutet, ich kann ihn dann nächste Runde einfach... Was? Lava-Golem? Ne, vulkanische Kühe. Reicht auch für den Beatdown. Also ist ja nicht so, als würde das Ding jetzt noch weglocken. Mit noch einer Maske. Nope, also da hat er sich gerade ordentlich selber... Das... Nein! Das wollte ich nicht. Seht ihr es? Achso. Ja, stimmt, der Burn-Effekt. Das hat er sich selber ins Bein geschossen. Das wollte ich eigentlich, nur angreifen. Mit dem 3000 Schaden. Ich glaube, hätte uns die Königin dann auch immer noch gegeben, hätte es auch längst gereicht. Also, weiß nicht. Bin bisher nicht so überzeugt von seinem Deck. Ist ja auch eigentlich nur ein 700 Stärke Gegner. Aber das war ja irgendwie eine sehr uninspirierte Performance von ihm. Vor allem haben wir nicht mal irgendwie... Das muss ich mal gucken. Freier, Laster, After, Drache.
Weil. Genau, das dachte ich mir. Das ist halt nämlich was mit der freie Welt Spielfeld-Zauberkarte zu tun, das Viech. Und der Effekt des Viech selber hat natürlich überhaupt nichts mit Burn-Schaden zu tun. Also ich bin mal gespannt, ob er freie Welt und den Drachen spielen wird. Aber so wie es im Moment aussah, das Viech ist ein Stufe 8 Monster. Habe ich jetzt so nicht mal wirklich das Tribute-Fodder dafür gesehen, dass er irgendwie auf dem Feld halten kann. Ich habe nur irgendwelche Burn-Karten gesehen. Ah, guck mal, wieder mal der klassische. Ach nee, wir haben Ruf der Mumie mit einem Tribut-Zombie. Also haben wir einen relativ zügigen Start. Oh, jetzt kommt's wieder los. Aber wenigstens spielt er nicht irgendwie Funken oder Hinotama. Ah, freie Welt, da ist es doch. Wenn jeder deiner Endphasen zahle 500 Life-Punkte oder zerstöre diese Karte. Jeder Spieler hat bestimmte Effekte abhängig von den Eigenschaften der Monster, die er kontrolliert. Licht, spiele fortwährend mit vorgezeigter Hand. Finsternis, falls du zwei oder mehr Monster kontrollierst, kannst du nicht angreifen. Erde, während deiner Standby-Phase zerstöre ein Monster auf der Verteidigungsposition, das du kontrollierst. Klasse. Während deiner Endphase wirf eine Karte ab. Also für Wasser und Feuer, wenn dann hast du 1000 Schaden, Wind, du musst 500. Also das hat diverse Stun-Effekte, das Ding. Auf die wir ein bisschen aufpassen müssen. Feldbarriere auch noch dazu. Also wir kriegen es auch nicht so einfach weg. Aber ich denke, ein Vampirlord sollte eigentlich schon reichen quasi. So, er muss 500 zahlen. Wenn er sich auch schneller damit burnt, als er uns burnt, weil er hat ja jetzt schon einen Großteil seiner Ressourcen verbraucht. Er muss in Verteidigungsposition. Eigentlich müssen wir uns überhaupt keine Gedanken darüber machen, denn wir spielen unsere Monster einfach in Angriff. Wir haben ja dann ein Finsternis, ein Erde, das ist Erde hier, ne? Und das heißt, wir aktivieren keine der Effekte wirklich, ne? Oder Finsternis? So zwei oder mehr? Nee. Finsternis ist, ich dachte, wenn man zwei oder mehr Finsternis-Monster kontrolliert. Aber nee, wir dürfen nur den Vampirlord rausspielen. Also wenn wir die Pyramidenschildkröten noch dazulegen, können wir nicht mehr angreifen. Wenn wir sie in Verteidigung irgendwie hätten, müssten wir Verteidigungs. Nee, wenn wir sie noch dazu spielen, müssten wir Verteidigungsmonster zerstören von uns. Oh, Golem-Wachtpost. Das ist natürlich eine ziemlich nervige Tempo-Disruption-Karte. Gut, dass wir schon Monster hatten, das instant drüber gekommen ist. So, ich meine, wenn das Duell so einfach weitergeht, ist die ganze Zeit, bin ich absolut einverstanden. Guck mal, ein Staubtornado. Ich glaube, den heben wir uns lieber auf für, wenn er nochmal die Maske zum Beispiel hat, diese Stun-Maske, die auch nochmal 500 Schaden macht. Alles jetzt zu versuchen, irgendwie die Feldbarriere zu zerstören und dann noch die freie Welt zu zerstören. Ich finde es interessant, wie eine Stun-Karte, die jede Menge Taxation-Effekte, also irgendwelche Steuereffekte. Ah, nee, das passt nicht so gut im Deutschen, ne? Es gibt ja im Englischen so Tax-Decks, also die dem Gegner irgendwie Steuern und sowas auferlegen. Aber weiß nicht, ob man das so auf Yu-Gi-Oh! Anwenden kann. Bei Magic gibt es da Archetypes, die Death in Texas heißen und sowas. Ich finde es halt lustig, wie eine Karte, die freie Welt heißt, einem so jede Menge Restriktionen auferlegt. Da haben sie sich auf jeden Fall was überlegt, die Fifikusse. Wir könnten Finsternis Enddrache holen. Machen wir, glaube ich, auch. Einfach für mehr Beatstick. Oder ja, dunkler Drache einfach. Nur Finsternis Enddrache war ja der englische Name. Dunkler Drache. Dark End Dragon. Ich will immer Finsternis Enddrache sagen. Aber es ist ja dunkler Drache. Dark End Dragon. Nicht Finsternis End Dragon. Wie komme ich auf Finsternis End? Das wäre ja auch nicht richtig. Finsternis Enddrache dann.
Weil ich glaube, es gab irgendwie ein Spiel, wo der so übersetzt war. Weiß nicht, ob das dann die offizielle ist oder. Okay, Kollege, du machst irgendwie gar nichts, ne? Ist nicht gut für dich. Muss ich sagen. Und viele Punkte hast du nicht mehr. Ja, muss ich sagen, ein bisschen unterwältigend. Wenn das dritte Duell auch so gegen ist gegen ihn. Was bringt denn ihn das Land vor? Er hat doch seine freie Welt schon. Clear World auf Englisch. Clear World. Ja, er hat irgendwie gar nichts gemacht. Schade. Also ich meine, Burn Decks sind tot und total obnoxious und shit, aber wenn er sich überhaupt nicht wirklich wehren kann, ist auch ein bisschen schade. Ich meine, wenn das so weitergeht, schafft, können wir ja noch irgendwie in der Folge mit einem anderen Duell noch weitermachen. Und das, obwohl ich 3 Minuten am Anfang irgendwie mich irgendwie gesammelt habe und nichts gemacht habe und Karten gekauft habe. Duellbonus gesamt. 3, 2, 5. DP. Was wollte ich eigentlich mal erzählen? Ich wollte vorhin noch was über die Zombie Value Consistency Engine aus Goblin Zombies und Mizukis reden, ne? Die man halt in Synchro-Zombie-Deck, wie wir es eigentlich spielen wollen, ja braucht, ne? Die sind halt, also der Goblin-Zombie, das haben wir ja schon festgestellt, der sollte eigentlich in Phantom Darkness drinnen sein. Also ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Der ist im normalen Game, wenn man jetzt physisch Karten kauft, ist der in Phantom Darkness drin. Und wir haben ja gesehen, hier ist er mal wieder nicht in dem Pack drin, ähnlich wie wenn in Tactical Evolution die ganzen Venoms nicht drin sind und einfach weggespart wurden. Der Goblin-Zombie ist tatsächlich in, ich glaube, nur in einem Special-Pack drin, das man bekommt, wenn man, glaube ich, die Shopkeeper alle besiegt. Deswegen werde ich mich Storyline-mäßig dann mal, also was das Postgame angeht, wenn wir wieder die Story-Modus-Folgen machen, mal eher dahin begeben, dass ich die ganzen Shopkeeper besiege. Weil ich rausgefunden habe, dass wir waren ja in dem einen Shop, wo wir die Alte mit den Dinos besiegt haben und was die andere hatte, dort weiß ich auch nicht. Aber stellt sich heraus, das sind gar nicht immer die gleichen NPCs. Jeder Shop auf der Map hat andere Shopkeeper, die wir extra 3-mal besiegen müssen. Yay, jetzt wissen wir das. Und natürlich auch noch die D-Wheel-Ladenbesitzer müssen wir auch noch 3-mal besiegen, hier was. Und wenn wir die alle 3-mal besiegt haben, schalten wir das Pack frei, in dem Goblin-Zombie drin ist. Und da. Was machst du dort? Der hat gerade ein Monster geopfert, um mir die Königin anzudrehen. Und jetzt opfert er trotzdem nochmal beide für Lava-Golem. Einfach um seine Hand rauszuspammen. Ich glaube, die KI kann mit diesen Tributmonstern, die auf die gegnerische Seite kommen, irgendwie nichts anfangen, gefühlt, ne? Also, es ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Der hätte einfach meine 2 Monster für Lava-Golem opfern können und sich die Königin in der Hand behalten können. Aber nein, er musste das so machen. Wollen wir eigentlich um freie Welt drumherum spielen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Resonator spielen, können wir, wenn er jetzt freie Welt Topdeck nicht mehr angreifen. Und dann sehen wir ziemlich doof aus, was Lava Golem betrifft. Ne? Wir können auch den Lava Golem opfern eigentlich. Ich würde sagen, er wird es schon nicht topdecken und wir gehen jetzt einfach für den Win mit jede Menge Damage. Weil Lava Golem halt so ein fetter Beatstick ist, dass wir nächste Runde halt gewinnen. Und zur Not, wenn er jetzt die freie Welt bekommt, können wir den Lava Golem für unsere Verzweiflung opfern. Wir hätten den auch gleich irgendwie für Vampirlord opfern können, aber dass wir nicht den Lava Golem auf dem Feld haben, der uns burnt. Aber guck mal, es ist, tritt ein, wie ich es gecallt habe. Er macht einfach nichts. Also wenn ihr einen Farmgegner braucht, here it is. Hier ist der Typi. Dingenskirchen. Hier, freier lasterhafter Drache. Der macht irgendwie in den Hälfte-Duellen gar nichts.
Also ich meine, natürlich kann er auch, es ist nicht unbedingt spaßig gegen ihn zu spielen, wenn er dann seine freie Welt hat und man die ganze Zeit auf diese Lockdown-Sachen und Beschränkungen aufpassen muss, aber hey. Ich würde sagen, wir kaufen uns noch ein paar Karten, oder? Weil das macht immer Spaß, wenn wir schon dabei sind. Ha, das war wirklich unterwältigend. Ja, ach so, ich war eigentlich immer noch am Erzählen. Wir kaufen uns mal ein bisschen Dark Beginning 1. Das werde ich dann gleich noch erklären. Warum Dark Beginning 1? Was wollte ich? Oh ja, Mizuki als nächstes. Goblin Zombie hatte ich erklärt, wo er ist. Und Mizuki ist in einem Championship Pack drinne. Ich glaube auch ausschließlich in diesem Championship Pack. Ähnlich wie Goblin Zombie in der Liste, die ich in der ich nachgeguckt habe, ausschließlich halt in diesem Special Pack drin war. Das irgendwie Fabled irgendwas heißt dann. Okay, nichts allzu interessantes Neues. Kaufen mal noch ein paar mehr. Dass wir vielleicht wenigstens mal die Kartenliste auch noch kriegen von Dark Beginning 1. Wie gesagt, und dieses World Championship Pack, das schaltet man frei durch Tech-Duelle tatsächlich. Also indem man mehr Tech-Gegner freischaltet. Das ist auch nicht unbedingt das, was ich will. Ah, guck dir mal. Nee, das Exodia-Teil haben wir schon. Ja. So viel zu der Zombie Value Engine. Und als nächstes wollte ich mich dann eigentlich mal auf das Exodia-Deck fokussieren. Weil ich hätte gerne mal ein Exodia-Deck spielen, ne? Ich habe ja gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt um neue Gegner, aber vielleicht zum Farmen für mich persönlich. Ich spiele einfach gerne Exodia-Decks. Und vielleicht ein, zweimal zum Vorführen dann. Guck mal, Verbrecher-Duo und drei Geki in einem, gleich hintereinander. Zwei tolle Karten, die scheiße fucking verboten sind. Also zumindest in dem Spiel noch. Geki inzwischen natürlich erlaubt. Aber Verbrecher-Duo, ich glaube, sie werden niemals Verbrecher-Duo sehen. Es sei denn, die haben die schon mal erratet, bin ich mir halt nicht sicher. Ich glaube nicht. Weil du einfach für 1000 Punkte zwei Karten aus dieser Hand deines Gegners rippen kannst. Das ist so devastating. Das ist einfach disgusting. Und früher war es eigentlich noch viel schlimmer als heutzutage. Wo du ja einen Haufen Engines hast, mit denen du dir deine Hand wieder schnell auffüllen kannst. Es ist halt wie, ne, ich bin ja auch großer Magic-Spieler, eigentlich mehr tatsächlich als Yu-Gi-Oh! So, wir haben die Kartenliste, ne? Gucken wir uns die mal an. Sag immer Karten, das ist die Packliste in der Kartenliste haben wir jetzt. Für Dark Beginning 1. Was wollte ich sagen? Biberkrieger ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir den noch bekommen. Also zum Exodia-Deck, ne? Deswegen Dark Beginning 1, weil wir natürlich erstmal alle Exodia-Teile brauchen, ne? Und uns fehlt halt noch, wie ihr seht, eins von denen. Welches war der hier? Rechtes Bein. Und Exodia, der Kopf tatsächlich selber. Was halt wahrscheinlich die Schwierigkeit ist, den zu bekommen. Weil der eine Rare sein wird in dem Pack, wo ihr seht, so viel Auswahl es halt gibt. Die normalen Teile haben wir gesehen, sind eher Commons, ne? Also wundert mich, dass wir da noch das letzte Teil noch nicht bekommen haben. Dann ist eine Fee. Bla, Sänger des Donners. Menschlicher Drachenwurm. Mal gucken, was es hier noch für Dingens gibt. Brennen des Landes ist nicht. Gemeinsam sind wir stark. Ist natürlich immer lustig. Eine von meinen Lieblingskarten, würde ich sogar sagen. Rote Medizin. Qual der Wahl. Ne, brauchen wir auch nicht. Poli, aber wir haben noch keine Poli. Ah. Unbegrenzte Karten. Zauberschriftrolle. DNA-Operation. Es wird aber auch noch Mirror Force und sowas geben. Ne? Das ist halt auch noch eine Stable-Karte, die wir. Von der wir uns überlegen können, die zu spielen. Wenn wir. Ne, die ist ja gar nicht drinnen, ne? Weiß nicht, ob das auch so ein Balancing-Ding ist oder ob die einfach in Dark Beginning 2 erst drin ist. Ja. Für Zeit, wir haben noch. Ne, komm, wir kaufen noch ein paar mehr, komm. Wir haben noch Geld. Und mir ist ein bisschen Dark Beginning 2? Ne, ich will ja die Exodia-Teile, habe ich gesagt. Machen wir lieber weiter mit Dark Beginning 1. So.
Großschildwache, genau die braucht man. Ich würde natürlich gerne auch mal ein Zombie-Deck mit Karten der sicheren Wiederkehr spielen. Schade, dass das nicht geht. Wieder nichts Interessantes drin, ne? Wir gehen, na komm, machen wir nochmal. Ich bin wieder, das ist wieder dann wieder die Sucht, man kann nicht aufhören. Auch nicht sehr spektakulär. Schade, wir kriegen einfach nicht, was wir brauchen, aber das ist auch nichts Neues. Wir könnten natürlich jetzt, wir haben ja das Pack jetzt auf der Kartenliste, das heißt, wir könnten uns passwortmäßig das Zeug jetzt holen, aber das ist ja auch nicht ganz günstig. Also für den einen, für das eine Arm oder Bein, was uns noch fehlt, schon. Das kostet ja eine Common. Kostet nicht so viel, aber der Exodia Kopf, der kostet dann gern mal 1000 oder so. Obwohl es wahrscheinlich immer noch günstiger ist, als ewig nach für den in den Packs zu suchen. Naja. Dann würde ich sagen, das war's jetzt erstmal mit der Folge, der ersten der Session. Denn, ja, es war ein bisschen zu weit zurück. Machen wir beim nächsten Mal weiter gegen. Wer ist der nächste Gegner? BES Großer Kern Mark II. Und da BES kein sinnvoller Archetype ist, erwarte ich wahrscheinlich ein ähnliches Ergebnis wie gegen ihn hier. Naja, werden wir sehen. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tobi, over and out. Tschö, macht's gut.